Hallo, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich, dass ich hier über so ein wichtiges Thema reden dürfte. Ich heiße Kamran Nai von Zentralrat der Ex-Muslime und darf dann heute im Auftrag von Zentralrat der Ex-Muslime über Beschneidung, vor allem Beschneidung, die dann halt quasi in den islamisch geprägten Kulturkreisen nicht nur eine Tradition, sondern ein fester Bestandteil dieser Kulturen ist, quasi reden. Beschneidung ist im Grunde genommen eine religiöse Brandmarkung. Und ich bin ja in Teheran im Iran geboren und bin ja halt mit dieser Brandmarkung bis zum Ende meines Lebens quasi unterwegs, obwohl ich vom Islam abgeschworen habe, obwohl ich mich zum Atheismus bekenne und kann auch das gar nicht mit der Rückwirkung machen. Und aus dem Grund auch, da wir uns dann halt jetzt momentan in einem freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft befinden wie Deutschland, die also deren Werte auf Aufklärung basiert ist, inwieweit möchten wir denn überhaupt diese Körperverletzung durch diese religiöse Rituale zulassen? Inwieweit darf das überhaupt weitergehen, so wie es bis jetzt gelaufen ist? Und ich habe eine ganz simple Antwort auf die Frage, wir dürfen es einfach gar nicht zulassen. Beschneidung verletzt natürlich die körperliche Unversehrtheit jeder Menschen bis zum sein Lebensende. Das ist in meinem Fall so, das ist im Fall von vielen Männern im Iran auch der Fall. Und das, was auch wahrscheinlich, also heute wurde einiges erwähnt hier, viele Punkte, die ich auch eigentlich sagen wollte, ganz wichtiges Thema ist, es wurde auch über weibliche Genitalverstümmelung im Iran gesprochen. Und es ist ganz wichtig, im Süden vom Iran, da werden auch Frauen, die dann halt meistens arabische Ethnizie haben oder die Nachfahren von den afrikanischen Iranern, die dann halt von den Portugiesen im Iran hintergelassen worden sind, im Süden von Iran, weibliche Genitalverstümmelung wird immer noch im Süden vom Iran praktiziert. Beschneidung, Genitalverstümmelung, egal wie wir es nennen, sie verletzt die Grundrechte der Kinder. Die verletzt die allgemeinen Menschenrechte und die völkerrechtlichen Verträge zwischen den Nationen. Denn, Zitat, Artikel 7 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Artikel 7 besagt, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Gut, in diesem Fall, in der Fall Beschneidung, kann man mit einem sogenannten kulturellen Aspekt, mit einem traditionellen Aspekt zu tun. Das nennen die dann halt quasi diejenigen, die dann halt religiös sind. Aber es ist trotzdem eine Strafe. Das ist eine Straftat und das darf nicht passieren. Denn Beschneidung ist im Grunde genommen eine religiöse Brandmarkung eines Kindes, welches an sich eigentlich religionsfrei sein sollte. Ein Kind, unserer Meinung nach, aus der Meinung von Zentralrat der Ex-Muslime, gehört zu keiner Religionsgemeinschaft. Es sei denn, das Kind entscheidet dann irgendwann für sich, ob es dann halt irgendwann zu einer Religion glauben würde oder nicht. Religiöse Rituale, vor allem die aus den gewaltverherrlichten abrahamitischen Religionen, die dann halt sich natürlich von Grund aus auf diese verherrlichende Gewalt beziehen, die brauchen wir im Grunde genommen gar nicht. Es dürfen einfach die nicht praktiziert werden. Und inwieweit wir dann halt unsere Aufklärungsarbeit diesbezüglich weitermachen möchten, das hängt natürlich von uns ab, aber wir müssen natürlich entscheiden, in welcher Richtung wir unsere Zukunft in dieser Gesellschaft aufbauen möchten. Ob dann das eine Zukunft sein sollte, die sich dann halt auf die Grundrechte der Aufklärung basiert und aus den Grundwerten der Aufklärung wir dann halt eine Gesellschaft schaffen, in der wir dann quasi in der Lage sind, den Menschen, deren Rechten zusichern, den Kindern, auch vor allem den Kindern, deren Grundrechten zusichern oder eine Zukunft haben, in der die Religion für uns und für unsere Rechtsordnung was zu sagen hat.
Also aus dem Grund, ne, würde ich sagen, dass die religiösen Ritualen, vor allem die aus den gewaltverherrlichten abrahamitischen Religionen, dürfen nicht unsere Rechtsordnung einen weitgehenden Einfluss haben. Eltern, egal welche Religion die gehören, dürfen einfach nicht ihre Dogmen und Sitten an ihren unschuldigen und wehrlosen Kindern auszuüben und ihnen dies zwingen. Jetzt spreche ich ein Thema an, was hier in der Form gar nicht angesprochen worden ist. Die religiöse Beschneidung von Jungen, weibliche Genitalverstümmelung und die Verschleierung der Frauen, die auch im Islam praktiziert wird, die sind zwei Themen, die Hand in Hand miteinander laufen. Das zentrale Thema, das zentrale Aspekt ist Unterdrückung der Mädchen und der Knaben, Jungen. Die werden von klein aus unterdrückt und gezwungen, eine Tradition, eine Kultur, eine Religion oder religiösen, quasi religiöse Tradition halt, in Ausführungszeichen, zu üben, obwohl die gar nicht in der Lage sind, für sich selber zu entscheiden, ob die das machen möchten oder nicht. Das wird von deren Eltern, von ihren kulturellen Umgebung denn diktiert. Das ist eine Art Indoktrination innerhalb einer Gesellschaft. Habe es selber erlebt, im Iran wird dann halt quasi von Grund aus, die Kinder werden dann halt dazu gebracht, indoktriniert, um quasi diese Rituale weiterführen, diese Traditionen weiterführen. Letzten Endes ist ja Beschneidung nichts anderes als ein Bund. So hat der Gott der abrahamitischen Religion in dem Alten Testament als einen Bund mit sich selber quasi benannt. Es ist aber aus meiner Sicht und aus der Sicht vom Zentralrat der Ex-Muslime im Grunde genommen nichts anderes als ein Bund mit einem Gott, der gar nicht existiert. Und daran finden wir auch, also inwieweit dann halt quasi Religion und Kultur sich beeinflussen, das ist eine andere Sache. Aber wie es auch gesagt worden ist, wir befinden uns im 21. Jahrhundert. In einem Jahrhundert, der dann halt quasi 300 Jahre nach der Aufklärung die Werte von dieser Aufklärung, die wir hatten, dann auch quasi mit sich genommen hat. Aber trotzdem, 300 Jahre nach dem Aufsatz, was ist Aufklärung? 300 Jahre nach den großen Werken von Voltaire, Kant, diskutieren wir immer noch darüber, ob wir tatsächlich dann halt in der Lage sind, gegen solche Maßnahmen, die dann halt trotzdem im Namen der Tradition und Kultur stattfinden, kämpfen können. Wir mussten es machen, wir mussten weiter aufklärerische Arbeit leisten, wir mussten weiter auch die Menschen, die aus diesen islamisch geprägten Kulturkreisen hinkommen und dann halt quasi ihre Tradition hier weiter fortsetzen möchten, wie Beschneidung, aufklären, dass es nicht so weit geht, dass es einfach gar nicht geht und dass es gar nicht überhaupt mit den Grundwerten unserer allgemeinen Aufklärung der Menschenrechte, allgemeine Menschenrechte zu tun hat und auch sogar nicht auf unsere rechtliche Basis überhaupt durchführbar ist. Das ist ganz wichtig. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich.